München 1918. Wir kämpfen in einem aussichtslosen Krieg. Wir sterben in Schützengräben, sterben an Hunger. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Die Leute schimpfen mich einen Pazifisten, einen Sozialisten, Intellektuellen, Juden und Träumer. Hier erzähle ich euch meine Geschichte. Eine Geschichte von Krieg und Revolution, von Freiheit und Mord. Eine Geschichte aus Bayern. Heute vor 100 Jahren. Mein Name ist Kurt Eisner. Kurt Eisner erzählt in Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram seine Geschichte. Die liegt 100 Jahre zurück, aber berührt die Nutzer noch heute. Fotos, Videos und Originaldokumente machen seine Schilderungen lebendig. Das wertvolle Material haben Museen und Archive beigesteuert. Immer dann, wenn Kurt Eisner eine Sprachnachricht sendet, handelt es sich um ein Originalzitat. Heute merke ich, meine Worte wirken. Auch die kritischen Geister im Saal werden von der feierlichen Stimmung ergriffen. Freunde! Die Klänge, die eben an ihre Seelen gedrungen, malen die Ungeheuerlichkeit eines tyrannischen Wahnsinns. Das Feedback der Nutzer beweist, Zeitgeschichte und Messenger sind eine gute Kombination. Denn vieles, was vor 100 Jahren relevant war, erleben wir heute wieder. Fake News, Whistleblower, Hetze von rechts. Das Projekt endet mit dem Tod und der Beerdigung von Kurt Eisner. Als 15.000 Menschen machten mit. Ich, Eisner. Eine viermonatige Reise in die Vergangenheit. Und doch nahm Kurt Eisner jeden Einzelnen dabei an die Hand.